Pflichtsieg für die Wasserfreunde Spandau 04. Auch die 20. Begegnung mit den Orcas Potsdam entscheiden die Berliner in Schwarz mit 15:6 für sich. Am 1. Mai-Wochenende wird in der Schöneberger Schwimmhalle um den Einzug ins Finale gekämpft. Damit die vier besten Teams Deutschlands so wenig wie möglich reisen müssen, treten sie jeder gegen jeden in einem Turnier an. Naja, der Turniermodus ist ziemlich hart. Mit 3 Spielen am Wochenende, das ist natürlich ziemlich hart für die Spieler. Vor allem, wir trainieren ja auch in der Woche noch. Und jetzt, wir kamen auch gerade frisch aus der Champions League aus Italien. Während in der Champions League die A-Mannschaft der Spandauer antritt, können sich nun die jungen Spieler in der Liga beweisen. Da können wir jüngeren Spieler mehr spielen und viel mehr lernen. Und gerade wenn wir dann noch mit den Älteren zusammenspielen, da bauen wir noch eine bessere Bindung auf, falls wir dann wieder in Champions League spielen, dass wir auch dort besser performen können. Die erste Partie des Turniers verläuft einseitig. Die Orcas in Weiß wirken ideenlos, der Trainer ratlos. Gefährlich werden sie nur über Einzelaktionen, Distanzwürfe. Einziger Lichtblick bei den Potsdamern ist Nummer 1 Florian Thom, der Schlimmeres verhindert. Die Spandauer trotz fehlendem Kapitän Marco Stamm in gewohnt souveräner Form. Von Minute 1 an dominieren die Berliner, kombinieren sich von Tor zu Tor. Ziel fürs Turnier? Alles gewinnen. Mit derselben Souveränität wie beim 15:6 gegen Potsdam wollen die Spandauer auch am Sonntag gewinnen. Denn da kommt es zum Duell der Giganten mit Waspo Hannover.